hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Gottschild, Föderation des Lichts, vom 20. März 2022. Übersetzt von Emmy X. Guten Morgen. Direkt zur Sache. Je mehr Bullshit auf uns einprasselt, desto weniger bin ich daran interessiert. Bis zu dem Punkt, an dem ich mich von jeder anderen Form von Emotion als »Das ist alles Bullshit« löse. Nichts scheint real zu sein. Ich schaue auf andere, die vorbeigehen und fühle mich nicht als Teil der Handlung. Bin ich einfach nur völlig unempfindlich gegenüber dem Leiden anderer geworden? Oder werde ich bewusster? Es ist, als ob nichts einen Sinn ergibt. Und ich kann mir nicht die Mühe machen, zu versuchen, es herauszufinden. Ich bin nicht deprimiert, nur neugierig. Herzlich willkommen und einen guten Morgen, Blossom. Und an alle, die sich für das interessieren, was wir in diesen Gesprächen ausplaudern. Nun, das hat mich erst einmal zum Kichern gebracht. Ich habe mich eigentlich nicht auf euch bezogen, sondern eher auf das Treiben auf dem Planeten und die Entdeckung von mehr und mehr Lügen. Wir sind so gespalten, je nachdem, was wir uns aussuchen, um damit gefüttert zu werden. Bis zu dem Punkt, dass es am besten ist, über das Wetter zu reden, wenn man mit jemandem in Kontakt bleiben will. Doch auch das ist alles Quatsch, obwohl so viele das nicht wissen. Liebste Blossom, wir können die Energie vieler Menschen auf eurem Planeten wahrnehmen, denen es genauso geht wie dir. Dennoch würden wir dies als einen wachsenden Schmerz betrachten. In der Tat, je mehr man sich der Wahrheit bewusst wird, desto mehr erkennt man die Wahrheit in sich selbst. Es ist nicht so, dass ihr unsensibel geworden seid. Es ist das Gegenteil davon. Ihr wählt nicht länger, diesen ganzen Unsinn mitzumachen. Nun, schauen wir uns das mal an. Zurzeit wird viel über einen Krieg in Europa gesprochen. Und das als Unsinn zu bezeichnen, wäre unsensibel, oder? Lasst uns darauf zurückkommen. Nonsens ist gleich no sense. Unsinn ist gleich kein Sinn. Es macht keinen Sinn. Und deshalb, je bewusster und aufmerksamer man gegenüber solchem Unsinn wird, desto weniger entscheidet sich das Seelenselbst dafür, es abzukaufen. Was hat es mit dem »es abzukaufen« auf sich? Wir würden sagen, je weniger man wählt, seine Energien darin zu investieren, dem gesamten Planeten Liebe zu senden, während all dies geschieht. Erlaubt es euch, weitaus mehr in das Wohlergehen von all dem, was ist, zu investieren, anstatt traurig und entmutigt zu sein über das, was euch gezeigt wird. Denn die Wahrheit wird in dieser speziellen Angelegenheit in einem solchen Ausmaß verschleiert, dass unser Vorschlag bei weitem der aufschlussreichste Prozess ist, den man unternehmen kann, um zu helfen. Also ist dieses »Nichts davon ist Realgefühl« was? Das tiefste Verstehen des Selbst und das bei dem Spiel, für das man sich entschieden hat, hierher zu kommen und es zu spielen, ein Positionswechsel stattfindet. Dieses Gefühl, das du und viele andere gerade erleben, ist ein gutes Gefühl, Blossom. Ihr erhebt euch darüber. Ihr erhebt euren Geist an einen Ort, an dem ihr euch nicht von den Geschehnissen beeinflussen lasst, weil ihr erkannt habt, dass das Spiel genau das ist, ein Spiel. Wir haben wahrscheinlich schon oft darüber gesprochen, aber wenn man als teilnehmender Spieler tatsächlich hier unten ist, fühlt es sich überhaupt nicht wie ein Spiel an. Trotzdem beginnt es nicht gerade damit. Schaut euch an, wie ihr fühlt und eure Gedanken ausdrückt. Ihr bringt eure Seele an einen anderen Ort, als ob ihr von oben schaut.
Kannst du das nicht auch sagen? Irgendwas in der Art, schwierig zu erklären. Außerhalb von würde vielleicht passen. Lasst uns versuchen zu helfen. Wenn ihr in unserer Position wärt, was ihr aber nicht seid, dann würdet ihr all das, was sich abspielt, ganz anders betrachten und berechnen, als ihr es jetzt tut. A, weil ihr nicht mittendrin wärt. B, weil ihr es aus einer Gesamtperspektive sehen könntet. Und C, weil es euch möglich wäre, zu sehen, was noch kommt. Würde das nicht für uns alle einen Unterschied machen? Fühlt euch frei, mich für 10 Minuten nach oben zu beamen. Dann schubst mich wieder runter und ich verspreche, dass kein einziges nörgelndes Wort mehr über meine Lippen kommen wird. Blossom, Krieger des Lichts, wie du und so viele, viele Seelen, die freiwillig hier sind, erinnert ihr euch daran, ihr habt euch freiwillig gemeldet, ihr wolltet kommen und die Veränderung sein. Tatsächlich, da werde ich euch wohl beim Wort nehmen müssen. Könnte es sein, dass ich die Herausforderung missverstanden habe? Wir verstehen, dass du scherzt. Dennoch würde es deinem Geist sehr gut tun, wenn du dich immer wieder daran erinnern würdest. Lasst uns auch darauf hinweisen, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt, weil ihr wusstet, wie schwer es sein werden würde. Und dennoch wurde euch auch das Ergebnis gezeigt, der Grund dafür, dass ihr hier seid, auf den Planeten Erde heruntergekommen seid. Heruntergekommen klingt ein bisschen seltsam. Wir würden sagen, dass euer höheres, helleres Selbst zu einem geringeren Licht herunterkommt, um die Mission zu erfüllen, den göttlichen Plan. Wie aufgeregt du warst, wie entschlossen, wie aufgedreht du warst. Warum müssen wir das vergessen? Warum können wir uns nicht 10 Minuten zurückerinnern, um Kraft und Mut, Hoffnung und Vertrauen zu erneuern? Es ist in jedem Einzelnen von euch vorhanden, dieser Film eurer Mission. Das ist es, was euch antreibt. Ihr wusstet, dass es keinen Rückruf geben würde. Aber ihr habt doch gerade gesagt, dass er in uns ist. Das ist er. Und während ihr euch vorwärts und aufwärts bewegt, seht ihr den Film nicht, sondern ihr fühlt ihn. Daher eure Losgelöstheit, während ihr eure Realität fühlt. Die Realität der neuen Welt? Die höhere, hellere Welt? In der Tat, Blossom. Viele entscheiden sich dafür, sich weniger in die Kaninchenlöcher zu begeben. Sie wissen im Moment genug. Genug, um zu wissen, dass dieses alles enden muss. Man weiß das innerlich. Man weiß, dass man seine Schwingung hochhält, wenn man sich seiner eigenen Liebe und seinem Vergnügen an den Dingen hingibt. Man weiß, dass es, wenn man zu diesem Teil des Spiels kommt, dem Film unerlässlich ist, die eigene Rolle so gut wie möglich zu spielen. Man weiß, dass dies geschieht, indem man sich darauf konzentriert, die Schwingung des eigenen Selbst zu erhöhen, um die Schwingung des Ganzen zu erhöhen. Stellt euch vor, alle Krieger des Lichts, und es gibt Millionen, und es werden noch viel mehr wach und sich dessen bewusst sein über sich selbst, wie es immer öffentlicher wird, während sich die Zeit entfaltet. Stellt euch vor, jeder Einzelne weiß, hält das Licht, hält die Liebe, hält die Wahrheit in der Kraft seiner Seele. Stellt euch vor, wenn man es wirklich versteht, wenn man sich erinnert und boom, welche Kraft aus dem Inneren eines jeden Einzelnen herausstrahlen wird. Und jeder weiß, dass viele Millionen Menschen ebenfalls das Licht gesehen haben. Stellt euch diese Macht vor. Das Blossom, das, wenn man es wirklich versteht, wird einen solchen Effekt haben.
Es wird nicht mehr nötig sein, 10 Minuten lang eine Vogelperspektive einzunehmen. Das wird sich so unnötig anfühlen, weil diese Vogelperspektive euer Rückruf innerhalb von euch selbst ist. Die Freude, die Freude, die Freude in eurem Inneren wird überfließend sein. Das klingt alles wundervoll und wahr. Es fühlt sich wahr an. Wie gerne würde ich fragen, wann? Dabei weiß ich es besser. Blossom, es gibt keine Zeit, das weißt du. Es gibt den Fluss des Lebens und seine Entfaltung und sein Erleben und sein Experimentieren. Wir wissen durch dich von Frustration und Ungeduld. Nicht nur bei mir, das kann ich euch versichern. Überprüfe noch einmal unsere Worte. Wir haben nicht von deiner Frustration und Ungeduld gesprochen. Dennoch hast du uns von der allgemeinen Stimmung auf deinem Planeten wissen lassen. Es geht nicht um Zeit. Es geht um das Gefühl und das Wissen, wer ihr in Fülle seid. Das Gefühl und das Wissen, warum ihr in Fülle hier seid. Dies also ist das Wann. Verstehst du? Wir können nicht sagen, in 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren, denn es geht nicht um einen Zeitplan. Es geht um eine Planung des Erwachens. Bei allem Respekt, liebe Leute, so viele schlafen noch. Ich könnte 952 Jahre alt sein, wenn dies nach diesem Vorschlag stattfindet. Oh Gott, jetzt kommt's. Ich habe gerade euren nächsten Satz aufgeschnappt. Los geht's. Oder? Ja. Oder etwas von planetarischem Umfang könnte die gesamte menschliche Rasse im Blitz eines Augenblicks aufwecken. Das Event. Wir drehen uns immer wieder im Kreis. Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen. Über alles, was sein könnte. Und was auf der Tagesordnung steht, wer weiß. Du weißt, wir wissen, so viele wissen. Oder ist es nur Fantasie? Ist es das, wovon ich glaube, dass es alles in Ordnung bringt? Und deshalb bleibe ich dabei. Fantasie? Realität? Wer weiß? Ihr veräppelt mich, stimmt's? Das ist der Punkt, an dem ihr den heutigen Chat beenden wollt. Das ist er in der Tat, Blossom. Wenn ihr zwinkern könntet, dann würdet ihr es tun. Ich liebe euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Im liebevollen Dienst. Ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.